So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Foundry. Ja, ich habe hier mal ein bisschen vorgearbeitet und ein Verteilungssystem mir erstmal gedacht, mit dem ich hoffentlich klarkomme. Wir haben 8 Verteiler hier hingestellt oder Produzenten und jetzt müssen wir das noch für dieses Lager zusammenfügen. 2 von dieser Seite, die können zum Beispiel hier ran. Und mit dem würde ich auch anfangen, dass wir die da zusammenführen und hinbringen lassen. So. Weil da kommt eh nicht so viel raus, dass da permanent Sachen erzeugt werden müssen und dann ist alles gut. Jetzt die nächsten beiden. Aber wartet mal. Wenn wir erweitern wollen, wäre es ja doof, wenn ich den äußeren dafür nehme. Versteht er? Weil da könnten ja noch 2 weitere ran. Und wir erweitern ja von hier nach da. Das heißt, wäre vielleicht gut, wenn wir die äußeren beiden freilassen. Die beiden 1, 2, 3, 4 Dinger brauchen wir. 1, 2, 3, 4. So ist doch viel besser. Genau, und da können wir noch um 2 erweitern in die Richtung, wenn wir da irgendwann mal Shortages oder sowas haben und Bedarf hätten. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommen wird. Aber in dem Spiel ist es wie in vielen Spielen, man kann nie genug haben. Und am Ende stellt sich raus, man hatte nicht genug. Von daher planen wir immer mit ein bisschen Reserve noch dazu. Und damit fahren wir, glaube ich, ganz gut. So, auf welcher Höhe? Auf der Höhe. Und dann so. Wahrscheinlich könnte ich sogar 3 oder so zusammenfügen. Aber das macht es ja nur noch komplizierter. Aber theoretisch wäre hier natürlich viel, viel mehr möglich, als ich aktuell anbinde. Oh, nee. Falsch. 1 zu falsch gesetzt. So. Das heißt, auf der Höhe. Perfekt. Ist vielleicht auch viel zu viel Platz dazwischen gelassen, nicht? Kostet sehr viele Förderbänder. Aber ich bin irgendwie ein Fan davon, die Sachen lieber ein bisschen mit Abstand zu haben. Irgendwann werde ich es mir danken und wahrscheinlich werde ich mich sogar dafür hassen, dass ich nicht noch mehr Platz gelassen habe. Das war zumindest am Anfang in der anderen Fabrik ja so. Deswegen wollen wir den gleichen Fehler nicht normal machen und haben das entsprechend auch mit einem respektablen Abstand zu den anderen Sachen gebaut. So, dem einzigen Problem, was wir hier noch herwärmen müssen, dass das wieder läuft, ist Strom. Und ich sehe, ich habe gar keine Stromdinger unten drin. Und ich habe auch sehr wenig noch da. Dann werde ich mal ein paar nachrüsten. Weil wir gleich noch ein paar mehr brauchen und auch wenig Kabel habe ich. Das ist noch mehr ein Problem als die Stromdinger. Wie viel kommen da raus? Mehr als 1? 2. Okay, warte mal. Dann reichen 15, sind 30, sind 20. Okay, das passt. Da ist ein Transformator. Den können wir auf der gesamten Seite ja hinsetzen, wo wir wollen. Ich würde sagen, einfach auf der Höhe hier. Und dann können wir nämlich da oben an diesen Mast einfach rangehen. Ihr wisst ja, ich hasse Bäume. Deswegen kommen die Bäume weg. Und Lightro sagt, er geht noch schnell einkaufen. Und zwar zu Fuß. Der Supermarkt ist direkt nebenan. Das ist natürlich super angenehm. Oder auch nicht. Ich habe neulich auch mal nach neuen Wohnungen und so geguckt. Und es gab sogar welche, wo ich gesagt hätte, ja, nicht ganz schön interessant. Aber am Ende
waren diese Wohnungen genau neben einem Einkaufsladen oder so. Und wer schon einmal diese LKW mit Anlieferungen draußen auf der Straße brummen gehört hat, das braucht man nicht. Gerade im Sommer mit offenem Fenster. Nee. Kann mir Schöneres vorstellen. Dann lieber eine Kuh oder ein Hahn, die Geräusche machen. Aber ich glaube, das ist auch immer Geschmackssache. Okay, reicht leider nicht. Ein davor. Dann ist es so. Und dann fangen die hier an, theoretisch direkt zu arbeiten. Aber die müssen ja noch wissen, was sie herstellen sollen. Und zwar diese wunderbaren Maschinenteile. Wunderbar. Schön, oder? Das ging auf jeden Fall wunderbar einfach. Die fließen hier rein. Problematisch, ich könnte von da hinten natürlich die Dinger entnehmen, aber dann produziert das einfach nur über das Förderband noch mehr von den Dingern nach und das will ich ja nicht. Ich könnte das Förderband abschließen, aber es wird halt auch an anderen Stellen gebraucht. Von daher lassen wir es dahin einfach mal so, wie es ist. Und müssen gucken, wie wir später die Lager denn da leer kriegen. Im Zweifel werfen wir es einfach alles weg. Was soll man machen? Okilidokili. Die Sachen kommen alle rein, werden produziert. Dann der Schritt Nummer 2, den wir brauchen. Maschinenteile. Fortgeschrittene aus Stahl und Maschinenteile. Stahl ist hier, Maschinenteile sind da. Das heißt, auf dieser Höhe... Ja, ich glaube, genau auf diesem... grünen Ding. Ja, genau auf diesem grünen Ding müssen wir die Fabrik bauen. Und zwar genau hier. Machen wir die so länglich, zwei Dinger breit. Da haben wir nämlich auch Strom. Und dann können wir da fortgeschrittene Maschinenteile herstellen. Okay, die Höhe, genau, und das Ding. Eins nach da. Ah, eigentlich müssen wir noch ein Stück nach da, aber so ist okay. So, wir wissen die Höhe, die ist 135, wir sind bei 128. So, jetzt stehen wir so hoch wie... die anderen Fabriken. Krass, dass wir jetzt so weit runtergelaufen sind. Ich glaube, das andere Ding da ist viel zu flach. Das könnte natürlich auf lange Sicht ein Problem sein. Oder laufen wir echt so hoch? Doch, wir laufen echt so hoch. Boah, wir haben das genau auf dem Hügel gebaut, das Ding. Ist natürlich auch doof gewesen. Ah, 136. Krass. Ich meine, es ist ja auch kein Problem, hoch und runter zu gehen in dem Spiel. Aber wenn ich es vermeiden kann, nicht, dann vermeide ich das einfach. Da. Ich habe den Turm gerade nicht gesehen. Leider sind die Bäume immer noch zu hoch hier, dass wir sie wegreißen müssen. Ah, wir haben wieder keinen Platz im Charakterfenster. Weil wir nicht sortieren. Dann sortieren wir einmal und dann haben wir wieder genug. Die kleinen Pflanzen können wir sogar stehen lassen. Oh, die Fallout 4 Lieder sind auch nicht schlecht. Ich würde einfach sagen, wir ziehen einfach mal. Oh, da sind wir, genau in der Ecke. Und jetzt nach oben, nicht? In die andere Richtung. Ich würde sagen, das ist fast perfekt. Kann sogar noch mehr bekommen.
Ja. Schöne Plattform. Ich komme nur nicht hoch, weil wir die Leitern hier nicht mit haben. Wie viel haben wir denn da drüben gebraucht? Fast 2 Kästchen. Okay. Also ein bisschen brauchen wir noch. Das Gute ist, wenn wir das nur bis hier machen, dann kann ich mit dem Stromkabel mich da oben ran einfach. Natürlich baut das einfach. Das war nicht das, was du machen solltest. Weil ich auf das Kabel erst gehen muss und dann kann ich nämlich... Ihr wartet. Wie muss ich das machen? Ich muss erst das Ding nehmen. Dann Kabel. Ah, das ist umständlich gemacht. Wahrscheinlich gibt es noch einen Trick. Und dann wären wir nämlich da oben dran. Gut, richtig rum dreht das auch nicht. Das ist auch so ein Problem von dem Spiel. Wenn man das nicht einfach auch noch richtig rumdreht, dann könnten wir da drüber nämlich den Transformator oder so stellen. Ich glaube, wir brauchen auch eher links-rechts als noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Da haben wir den einen. Ah, die kriegen ja 2 Ressourcen rein. Oh, das darf ich nicht vergessen. Wartet mal. Jetzt kommt eine Ressource von oben und die andere von unten. Ist natürlich auch ungünstig. Wenn ich das jetzt so gerade sehe. That is ungünstig. Tja. Was machen wir da? Ich weiß nicht, was wir da machen. Ich habe keine Idee, wie wir das gerade lösen. Eventuell, wenn ich es drehe. Dann komme ich von links und von rechts. Ich könnte das auf diese Höhe hier erschieben, nicht? Dann würden beide von unten kommen. Oder auf die Höhe, aber dann bin ich über dem Xenopherit. Das will ich halt vermeiden. Ich meine, ich kann hier auch hoch und runter, aber finde ich jetzt auch nicht so gut. Gut, das sind halt 5, 6 Dinger, die ich nur hoch muss, nicht? Oder runter muss. Ich meine, ob ich jetzt hier hingehe oder hier hingehe, die 3, 4 Dinger habe ich da auch übrig. Er kommt, das ist egal. Wir machen es einfach länger. Aber ein bisschen tiefer müsste das trotzdem noch. Achso. Ah, also das ist auch so, nicht? Das eine muss man weghämmern und das andere musste wieder mit Ressourcen und so machen, mit den anderen Sachen machen. Ist auch manchmal ein bisschen verwirrend, was in welcher Situation genommen wird. Und dann sitzt man erstmal so da. Okay, warte mal. Warum nicht? Das ist aber, als ob man den Hammer natürlich für eine falsche Aufgabe verwendet. Okay, aber ich glaube, wir haben es, oder? Plattform reicht erstmal.
Schang und weg. Sehr gut. Du, 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 du. Kann ich eine Leiter herstellen? Ja. Machen wir ein paar Leitern. An der Seite. Dann können wir hoch. Da haben wir genug Fläche. Was führen wir jetzt nach unten? Ich würde sagen, lieber den Stahl nach unten. Nee. Lieber das hoch, oder? Andererseits, wenn wir das nach oben raus haben, weil wir hier die Fabrik hinbauen wollten, die andere. Wobei ich, wenn ich mir jetzt die Ressourcensituation angucke, vielleicht die Fabrik eher hier hin haben will. Hier hätte ich auch schon Strom. Ich meine, der Stahl geht in die Richtung raus, dann könnte ich in die Richtung das Zeug rauskriegen. Und hallo, sehr gut, Max. Das wäre eine Option. Ja. Dann haben wir auch nichts im Weg. Haben wir noch Fertiger? Okay, wir haben keine Fertiger. Aber wir könnten hier hinten die anderen klauen. Ich glaube, so langsam ist das hier alles nicht mehr notwendig. Wir klauen jetzt die, die gar nicht mehr gebraucht werden. Ich gehe mal davon aus, die beiden hier nicht. Und die Förderdinger können wir auch gleich mit wegnehmen. Auch im Fieber. Boah, nee. Fieber jetzt nicht. Mir macht das Spiel Spaß. Ich kenne es aber auch schon eine ganze Weile. Von daher ist es vielleicht deswegen für mich jetzt nicht mehr ganz so besonders, wie es am Anfang war. Aber macht auf jeden Fall super viel Spaß. Hat so ein paar Stellen, die trotzdem problematisch sind, wo sie nochmal unbedingt ran müssen. Oh, nee, das war doof. Ah, aber andererseits ist auch egal, oder? Es ist so egal. Nur das hier können wir nicht abreißen, weil die Stangen brauchen wir selber. Das Spiel ist ja schon eine Weile draußen. Ich habe es damals auf itch.io gespielt schon. Vor 1,5 Jahren oder so. Es ist echt lange her. Die Dinger können nämlich weg. Die brauchen wir nicht mehr. Wir hatten vorher nur 3, jetzt haben wir 8. Spiele auch schon seit 1,5 Jahren. Ah, guck an. Auch ein Veteran in dem Spiel. Warum habe ich denn das hier eigentlich? Achso, das hat sich eben nur angeschmiegt, nicht? Das brauche ich hier gar nicht mehr. Sehr gut. Weg, weg, weg. Ja, komm, die Dinge haben wir auch hier schon mal weg. Das Lager lassen wir stehen. Obwohl wir die auch mit rübernehmen könnten. Wir können mal die ganze Biomasse hier lagern. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn ich nicht runterspringen würde. Oh, und ich nicht wieder runterrutsche. Das kann hier rein. Was haben wir noch? Beton. Ne, den Beton nicht.
Hier ist sogar voll. Das ist auch schon voll. Die blauen Dinge habe ich da aber auch irgendwo gespeichert. Da. Stein kann noch raus. Ich habe Forschungspakete. Die müssen auch weg. Oha. Und für alle, die in der Aufnahme sind, seid froh, dass ihr in der Aufnahme seid, weil mein Internet ständig abbricht heute. Weiß nicht warum, seit der Blitz eingeschlagen hat, ist das hier in der ganzen Ecke sehr, sehr instabil, möchte man dazu sagen. Das ist keine geile Situation, sage ich euch. Was hört man nicht? Was hört man nicht? Die können hier auch weg. Ja, okay. Ich glaube, langsam hat sich das hier hinten alles erledigt. Die ganzen Eingänge. Die Ausgänge lassen wir mal noch. Wobei hier auch schon lange nichts mehr rausgenommen wird, weil die anderen Sachen fehlen. Tja. Ja, die werden wahrscheinlich auch gar nicht mehr gebraucht hier hinten. Ah doch, wenn ich Platten rausnehme. Stimmt. Nee, das lassen wir mal noch. Was wollte ich noch mitnehmen? Ich hatte noch irgendwas, was ich mitnehmen wollte. Die Dinger hier. Die fortgeschrittenen. Kann ich nicht das Lager auch hier lassen? Das brauche ich ja auch nicht mehr. Die kleinen Dinger. Komm, die können auch weg. Sehr gut. Den Rest nehmen wir mit. Nach hinten. Und jetzt geht der lange Laufweg wieder los. Seentrost ist doch wieder da. Nicht ausgehalten. Hunger! Ich habe heute Gulasch gemacht. Das lebt nie lange. Oh mein Gott, ich war kurz bei Ronny. Schon wieder hängt der mit Kids-Mädels-Klicke ab. Ah ja, das Ronny Berger und seine Klicken, die er da immer trifft. Er gerät aber auch automatisch immer an sowas. Aber sein Outfit, müssen wir ja mal ehrlich sein, ist richtig geil. Aber natürlich auch nicht verwunderlich, dass es eher jüngere Generationen ansieht. Aber Gulasch ist zum Beispiel gar nicht meins. Also generell, so Fleisch ist manchmal was für mich, aber nicht so ein so hartes Fleisch. Ich kann das alles nicht kauen, nicht? Mit meinen Zähnen. Auch wenn es zart ist, das hängt überall im Mank. Ah, ich mag das gar nicht. Ich bin da wirklich an der Stelle eher so vegane Ersatzprodukte. An der Stelle finde ich zum Beispiel besser. 6 Dinger. 6 fortgeschrittene reichen doch, nicht? Und die sollen nach hier hinten rausgehen. Das heißt, wir fangen hier vorne an. So, hier kommt das Zeug an. Ich würde sagen, wir machen das so wie beim anderen. Lassen 3 frei. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. 6. Sehr schön. Dann können wir hier auch noch jederzeit erweitern. Das Outfit ist 10 von 10, definitiv. Und wer nicht weiß, was er für ein Outfit anhatte, weil das ja auf YouTube auch eine Aufnahme ist, er hat sich heute einen Dinosaurieranzug geholt. Wir müssten noch weiter nach hinten, nicht? Weil wir, weil wir ja hoch müssen. Shit. Kaka. Das habe ich vergessen.
Aber klar, dass Dinos zum Beispiel halt eher von Jungs gerne gemocht würde und, nicht? Hä? Hä, ich habe ihn abgerissen und der hat ihn gleich wieder an die falsche Stelle gebaut. Also das sind so Sachen in dem Spiel, was sie auf jeden Fall in den Griff kriegen müssen. Weil ich bin ja im Abrissmodus. Wie kann ich denn gleichzeitig bauen im Abrissmodus? Ah, hier wäre Multi-Abriss sinnvoller gewesen. Ich bin zwar kein Veganer, kaufe aber immer die Frikadellen. Ja, die sind natürlich so ein Klassiker inzwischen, nicht? Also ich bin auch kein Veganer, nicht um Gottes Willen. Ich, wie gesagt, ich mag die Sachen. Aber dieses Extreme, das hatten wir neulich, ist nicht so meins. Ich finde aber da, wo man es ersetzen kann, weil es schmeckt, warum nicht? Also, ich gehe doch nach Geschmack und nicht nach was anderem. Also, wenn mir was nicht schmeckt, dann esse ich es nicht. Und wenn mir was schmeckt, dann esse ich es. Wenn ich aber zwei gleichwertige Sachen habe, dann nehme ich natürlich die, die vielleicht generell einfach für die Allgemeinheit besser ist. Wow. Das ist vielleicht die Formulierung, die ich wählen würde. Wie macht man das? Okay, wir machen das eine, machen wir bis nach hinten. Und dann das, was oben drüber ist, das machen wir dann wieder so. Genau. Dann kommen die sich nicht ins Gehege. Heute hatte ich zum Beispiel veganes Gyros. Ich habe mir dann dazu Tzatziki gemacht selber. Ein paar Pommes, ein bisschen Salat. War super. Ich merke aber den Knoblauch, der war leider ein bisschen zu viel in diesem Tzatziki. Jetzt noch. Ich liebe meine Verteiler. Da können wir nämlich jederzeit die ganze Sache erweitern. Zack, ran. Aber ja, schlimm ist, wenn man mit Hunger ins Bett geht, nicht? Also ich esse jetzt auch nichts mehr. Ich habe, also eigentlich esse ich nur einmal am Tag. Manchmal noch ein Brot vormittags. Zwischendurch vielleicht mal das ein oder andere Süße, wie vor dem Stream oder so. Aber ansonsten esse ich einmal um 16 Uhr Mittag. Oder Abendbrot für manche ja schon eher dann. Und das reicht mir dann. Für den Tag. Aber wenn ich trotzdem ganz spät abends Hunger habe, das ist halt wirklich trotzdem blöd. Und dann ins Bett legen. Meistens schlafe ich ein, aber es gibt so ganz selten Tage, wo ich wirklich dann doch noch ein Brot essen muss. Und das ist dann richtig kacke, weil dann schlafe ich wirklich schlecht. Dann kommen nämlich die Albträume. Ach so, oh shit. Und ihr habt natürlich richtig bemerkt, gut, dass ihr da seid und aufpasst, dass wir von den anderen Materialien ja aus der Putschspiel aus der anderen Richtung kommen und deswegen vielleicht das, was ich hier gerade mache, gar nicht so sinnvoll ist. Ah, ich habe ja nur einen Test gemacht, ob ihr noch aufpasst überhaupt. Die normalen Frikadellen stinken, ja. Die sind immer so, auch so, ah, was ist denn da drin? So Pökelzeug? Nee. Aber die schmecken immer so schmierig. Finde ich zum Beispiel. Was ich auch empfehlen kann, ist, von Rügenwalder Mühle gibt es im Sommer, also jetzt, vegane Shivapshishi, aber frische, die man sich wirklich braten muss. Also ich mag Rügenwalder Mühle eigentlich gar nicht. Ist nicht meine Firma von den Wurstgeschmack her, aber die sind richtig gut. Vor allem, ich finde auch von der Hygiene gefallen mir die veganen Ersatzprodukte insofern besser, weil ich irgendwie mehr Vertrauen habe, dass das Gemüse nicht so, also nicht so viele Keime und
schlecht ist, wie wenn ich das Fleisch falsch behandle. Oh. Oh, jetzt habe ich den falschen abgerissen. Obwohl man ja immer sagt, einfach gut durchbraten, wobei gut durchbraten dann bedeutet, ist es zäh wie Leder. Oh, ich komme nicht ran. Ja, wir brauchen unbedingt irgendwann das Jetpack. Ich hoffe, da kommen wir mit Olomiten schnell weiterhin. Dass wir jetzt erstmal die ganze Fabrik aber nochmal neu bauen, ist natürlich... Gut, hierhin brauche ich nicht, nicht? Das, der ist der letzte. Also hier geht's eh nicht weiter. Das heißt, wir können eigentlich bei dem das so noch ein bisschen anders machen. So. Und ich hänge schon wieder fest. Ja, das geht. Jetzt muss man nur noch gerade ran. Gerade ran. Gerade ran. Gerade ran. Gerade ran. Perfekt. Dann fehlt uns nur noch Strom und die Anschlüsse zu den anderen Stationen. Und die sind eher das Problem. Wir können mal noch ein paar von diesen Förderbändern herstellen. Wir brauchen eh noch mehr. Strom haben wir ja. Muss ich nur den anderen gleich bauen und... Ja, ich weiß gar nicht. Gehen wir erstmal in die Richtung. Es wird sich schon Wasser geben. Esse sonst auch immer einmal, aber bestimmte Sachen machen mich schwach, wie Gulasch anscheinend. Albträume vom Essen? Ja, ja. Vom Schlafen gehen, wenn das so schwer im Magen liegt und man immer nur so im Halbschlaf ist. Frisch kochen. Ja, ich koche gerne Curry, aber das ist natürlich aufwendig und da muss man auch Lust zu haben. Dann mache ich immer Zucchini, Paprika, manchmal auch noch veganes Hähnchen rein zum Beispiel. Dann schön eine Paste machen mit, wie heißt das, Gram Masala und anderen Gewürzen. Aber ja, muss man wie gesagt Lust haben. Und gerade nach, wenn man von Arbeit kommt, hat man nicht immer Lust dazu. Aber wir brauchen noch ein bisschen. Man sollte viel mehr auf die eigenen Instinkte hören, ist nie verkehrt. Richtig. Das Problem ist, bei vielen werden die eigenen Instinkte aber leider immer sehr extrem ganz schnell. Und dann akzeptiert man nichts mehr anderes. Und das verstehe ich halt immer nicht. Das hatten wir am Samstag gerade, oder wann war es im Thema, dass das immer sofort ausartet und man dann als jemand, der beide Sachen irgendwie mag, immer dazwischen steht, zwischen so zwei Fronten, die sich irgendwie total nicht abkönnen. Man glaubt immer nur, es gibt nur die eine oder die andere Seite. Aber warum denn? Das kann ich denn immer nicht nachvollziehen. Habe ich noch irgendwas überlesen? Nö, oder? Hunger, Fieber. Wieder da, normal im End, WB. Das hatte ich überlesen, was? Kann das sein? Ach nee, WB wegen Internet. Ich hoffe, mein Internet bleibt jetzt mal stabil. Ist immer toll, nicht? Da hat man mal Zuschauer und dann ist das Internet weg. Bam, bam, bam. Du bist doch auch aus Leipzig, so sieht's aus. Das heißt, du bist auch aus Leipzig. Nein. Warum denn auch? Ach, ich bin doch aus, nicht auch. Okay. Ja, lesen ist schwierig, sorry. Ich bin aus Leipzig, so sieht's aus. Und am Wochenende... Gibt es hier auch öfter mal IRL-Streams oder Fahrrad-Streams?
Da fahren wir dann schön immer um Leipzig rum. Dieses Jahr haben wir schon 200 Kilometer Touren absolviert. Die Technik ist inzwischen optimiert, das heißt auch sehr geil für unterwegs. Wenn das Internet passt, dann macht es sogar Spaß. Am Wochenende soll es leider regnen und es ist Stadtfest. Das heißt, einerseits wird viel getrunken und andererseits wird viel Wasser von oben kommen. Da muss ich mal gucken, ob wir irgendwie eine Radtour unterbringen können, weil ich müsste zumindest 50 Kilometer machen, um im Fluss zu bleiben. Aber die 100 Kilometer wären schon gut, weil letzte Woche hat uns ja das Gewitter zum Beispiel abgehalten. Und das Thailand-Festival dann am nächsten Tag. Hier können wir uns an den Masten orientieren, nicht? Weil ich gehe, glaube ich, auch von hier von oben ab. Ist, glaube ich, einfacher. Also was Essen angeht, mein Körper ist sehr gut geschult. Er signalisiert mir zuverlässig, was mir fehlt. Echt? Meiner gar nicht. Zum Beispiel jetzt, ich müsste viel mehr trinken. Ich merke das nur, wenn ich aktiv drüber nachdenke. Oder beim Sprechen halt langsam so Probleme kriege. Jetzt können wir von da oben abgehen. 100 Kilometer, ja. Dieses Jahr schon zweimal. Sonst war 100 Kilometer so meine Grenze. Aber ich habe ein neues Rad. Beziehungsweise ein altes Rad. Weil mein neues Rad wurde geklaut. Und dann hat es die Versicherung ersetzt. Und das wurde aber, sagen wir mal, semi-gut zusammengesetzt. Und dementsprechend, ja, ist es für mich nicht irgendwie ein neues Rad, nicht? Wenn das nicht wirklich vom Band neu ist und also richtig funktioniert es halt auch nicht. Aber grundsätzlich kann man sagen, seit ich das Rad habe, kann man viel, viel weiter fahren. Und deswegen sind dieses Jahr schon die 100 Kilometer zweimal drin gewesen. Und ich glaube, ich könnte auch so einen Fahrradton machen, dass ihr pro Sub irgendwie 5 Kilometer oder sowas raufgebt. Da sind wir ehrlich, mehr als 5 Subs werden da nicht reinkommen. Und das wären dann 25 Kilometer, 125 oder so. Das könnte ich schon schaffen. Die Argumentation, ich bin alter Ossi. Okay, aber ist das jetzt schlecht oder gut? Ich finde immer dieses West- und Ost-Ding, ich bin aus einer Generation, die kennt das halt nicht. Auch wenn ich West-Berlin aufgewachsen bin. Das hat andere Gründe, warum da West-Berlin steht, weil die meisten Berlin nur mit Ost-Berlin identifizieren und dem Alexanderplatz und mich das ziemlich nervt, wenn man aus der anderen Ecke kommt. Ach ja, denn da um den Alexanderplatz. Nein, da komme ich nicht hier. Berlin ist größer. Es gibt noch andere schöne Stellen in Berlin. Aber diese West-Ost-Sache, so, ich glaube, jetzt haben wir es dann. Ich hätte doch die Leiter nehmen können, nicht? Egal. Das ist doch noch ein ganzes Stück. Jetzt bin ich aber weg. Also 33, natürlich 33. Wie gesagt, ich werde nichts bestätigen oder verneinen. Ich sag zu einem ja. So, wir müssen in die andere Richtung. Also ich würde sofort subben, aber ich bin gegen Amazon. Ja. Du kannst aber für mich sein. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Man kann ja auch einen Donation-Ton machen. Fahrrad-Donation-Ton. Für jeden Euro über eine andere Plattform, dann 100 Meter. Dann schlaf schön, Seelentrost. Denk an die Killertomaten, die dich in deinem Schlaf holen, genau wie die Killertomaten, die
Die, wie heißen die? Die Nachtmäuse? Nee, die Nachtwanzen oder sowas. Na, sag mal. Also im Wasser was bauen ist einfach Pain in dem Spiel noch. Jetzt habe ich. Nein. Ja. Warte, gleich. Jetzt haben wir's. Das dürfte aber reichen, oder? Finde ich auch doof. Ost-West-Denken? Ja, nicht. Aber ich muss auch sagen, das habe ich bei der Radtour gerade letztens gesagt. Wir waren da an so einem See und man hat halt diesen Ost-Flair ist vielleicht Scheiße. Ich baue mir hier was. Das falsche Wort, aber diese Freiheit, also die Sachen, die so sind alle so ein bisschen geräumiger gebaut gewesen, auseinander. Man hat einfach viel mehr damals viel mehr Freiraum gelassen zwischen den Sachen. Das finde ich heute zum Beispiel fehlt. Ich habe das falsch abgerissen. Total, nicht? Alles ist heutzutage immer so gedrungen und wenn man dann an so ein Feld kommt, wo einfach auch mal ja einfach nichts ist zwischen den Gebäuden und dann so eine alte Straße oder so eine Plattenstraße. Oh, sag mal, bist du nicht auf... Ihr seid doch auf dem... Ach, das ist natürlich höher, natürlich. Stimmt, das muss ja eins hoch. Oh, ja, das ist ja Kacker. Habe ich wieder nicht dran gedacht. Nee, zwei hoch ist das sogar nicht. Ja. Sehr gut. Wir haben den längsten. Ich glaube, man kann immer aus der Sache Positives und Negatives ziehen, aber Menschen sind und neigen immer dazu, immer nur Negatives oder Positives zu sehen. Das ist so wie Microsoft ist immer schlecht, Linux ist immer gut. Das ist halt nicht der Fall, nicht? Linux macht vielleicht viele Sachen gut als Betriebssystem und hat aber auch andere Probleme, die es vielleicht nicht zum perfekten Betriebssystem machen. Aber das sehen halt Leute meistens nicht. Genauso sehen manche, die Apple mögen oder Microsoft mögen, nicht, wie die Systeme Probleme haben oder schlecht sind. Aber man kann doch von allen Seiten immer was Positives und was Negatives sehen und dann daraus was insgesamt Gutes machen. Strom fehlt uns noch. Das stimmt. Wir haben hier irgendwo den Stromanschluss. Aber der wird an der Stelle uns wenig bringen, sehe ich. Vor allem, weil wir auf Kante genäht haben. Dann bauen wir uns hier so einen kleinen Anschluss vielleicht hin. So. Das sieht doch gut aus. Oh, Kacke. Wieder runtergefallen. Genau, zum Beispiel Linux und Zocken. Klar geht das. Und oh, die Unterstützung ist genial. Man kann schon 90% in den einen Spiel. Ja, aber gut, ich kann auch einfach 100% im anderen System haben, nicht? Ja, aber 90%. Ja, gut. Dann halt an deinen 90% fest. Aber Linux ist zum Beispiel unschlagbar, wenn es um Routing oder Administration in Netzwerken geht. Ja, und wenn ich da ein System aufsetzen würde oder andere Dinge, dann würde ich immer Linux nehmen. Aber ich, warum ich auf Teufel und Verderb dann immer an eine Sache gebunden sein muss, weil sonst die Welt untergeht, weiß ich halt auch nicht. Das ist wie, wenn man nur eine Band hören würde, weil es die einzige Band auf der Welt ist. Aber es gibt auch noch andere Bands. Es gibt so viele schöne Sachen, die man sich verbaut, wenn man immer nur das eine sehen möchte. Okay,
Wunderbar. Strom ist da, Stahl ist da, Dinger sind da. Wir können die schon mal vorproduzieren lassen. Zank. Dass man hier mal wechseln muss zum Beispiel, ist auch blöd. Wartet, wir können... Das wollte ich hier rausnehmen. Die Dinger hier reinlegen. Das ist ganz gut. Dann bin ich die nämlich los. Ich versuche gerade, unsere Sekretärin in der Firma davon zu überzeugen, dass unser Lager Warenwirtschafts-PC Linux bekommt. Naja, wenn die Warenwirtschaft darauf läuft, warum nicht? Also gerade in der Firma, wo es vielleicht um Sicherheit geht, in solchen kritischen Bereichen vielleicht, sehe ich das ja auch gut. Wenn aber zum Beispiel da der Benutzer eine Software dann benutzen muss oder irgendwie im Terminal rumfummeln muss als Angestellter, als Lagerarbeiter, dann würde ich auch sagen, okay, dann ist wieder was falsch gelaufen, nicht? Also es ist halt immer im Verhältnis auch zu sehen, wie gut das aufbereitet ist. Aber wenn es eine passende Software dafür gibt, ist doch alles geil. Meine zwei Argumente waren Datenschutz und Updates. Die Warenwirtschaft ist eine komplexe Webseite. Ja gut, aber eine Webseite, nicht? Da kannst du dir ja drunter nehmen, was du willst. Und das ist ja genau das Schöne dann. Windows wird jetzt ganz schlimm. Ja, da muss ich auch sagen, also das, was Windows jetzt geplant hat mit dem KI-Ding, der macht, wie war das? Da ist geplant, dass alle x Sekunden von deinem Mausbewegung dann ein Screenshot gemacht wird von deinem Desktop, so damit die KI darauf die Information verarbeitet, damit, wenn du mal eine Frage hast, sie jederzeit zu jeder Zeitpunkt sagen kann, an dem Tag hast du das und das geklickt, suchst du das vielleicht? Und das soll natürlich sicher in der Cloud abgelegt werden. KI-Companion heißt das Ding oder so. Boah, also... Nee, ich möchte nicht, dass mein eingetipptes Passwort oder vielleicht private Bilder abfotografiert werden und von der KI zum Lernen benutzt werden, wann sie mir sagt, was mir gefällt. Also, es gibt da Grenzen. Also, wenn das der Fall ist, ich glaube, das wäre für mich zum Beispiel dann auch so ein Grund, wo ich sagen würde, ja, vielleicht dann doch mal lieber Linux probieren. Hat alle seine Grenzen. Kann man sich dagegen wehren? Naja, erstmal gucken, ob das kommt. Ich glaube, die sind eh zu unfähig, dass es wirklich relevant wird. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier vor dem 5. den Container. Aber im Allgemeinen ist es halt... Diese ganzen Cloud-Sachen als Unterstützung finde ich sie okay. Als Ersatz finde ich sie scheiße. Also die beiden, die kommen an die Seite. Die beiden kommen an die Seite. Und die beiden kommen an die Seite. Die müsste es noch weiter danach hier, nicht? Machen wir das mal. Dann machen wir es hier zwischen am besten. So vielleicht. Es war nicht symmetrisch, nicht? Ich weiß. Aber was soll ich tun? Custom Windows 10 ISOs werden bald Gold wert sein. Oh ja. Also, es ist wirklich eine komische Entwicklung. Was auch eine komische Entwicklung ist, ist diese Folge. Und deswegen sehen wir uns zur nächsten.